Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, wir sind immer weiter in das Kathedralen-Höhlensystem vorgedrungen und haben jetzt hier die Qual der Wahl, beziehungsweise wir haben gar keine Möglichkeit, außer diese hier, die Tür zu öffnen. Es geht los. Haltet euch fest, was wird uns erwarten. Wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay. Aber nur eine. Habgier, schon klar. Er nimmt doch die Münze. Na, was erwartet uns hier? Ui, was ist denn das Cooles? Eine Landkarte. Eine Insel. Erkennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Madagaskar. Gab's da nicht so einen Film hier Sterne. Mit diesen Viechern? Disney oder Pixar-Film? Das ist Kings Bay. Ja, genau. Mit den drei oder fünf oder... Dieser Drecksack. Pinguin? Will uns verarschen. War lustig. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Oh weh. Die Gestörde und ihr Team. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Jetzt kriegen wir gleich wieder Ärger, oder? Ich schulde Ihnen noch was. Also der Ärger hat schon begonnen. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay? Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Es geht los, so. Schießt sie! Okay, jetzt geht diese Schieß-Action wieder los. Die liebe ich ja so dermaßen. Aber... Dotterkopf. Wohin? Oh mein Gott, ich bin total... Was ist denn hier los? Was war denn das jetzt? Habe ich keine Waffe mehr? Ja, natürlich habe ich keine Waffe. Die haben wir abgegeben. Und was soll ich jetzt machen? Einfach im Kreis rennen? Soll ich mal im Kreis rennen? Ah, okay. Nein! Ui, ui. Okay, wahrscheinlich... Wo muss ich hin? Großen Sprung da. Oh, weh. Alles klar, Leute. Hier ist alles wieder Action geladen. Um einen stürzt alles...
rundherum ein. Schnell runter von dem Ding! Und. Nichts oder die? Komm schon, komm schon! Und rauf, rauf, rauf. Jetzt brauche ich nur noch mal eine Waffe. Gefällt dir das? Na, was ist los? Warum kann ich die nicht? Hä? Okay. Ich muss erstmal kurz in Deckung. Lebe ich noch? Ja, ich lebe noch. War aber knapp. Okay, alles klar. Wo lang? Hier stürzt alles ein. Sind die anderen schon geflüchtet oder wie? Wir müssen oben rum raus. Aha, die sind schon weg anscheinend. Kriegen wir die kaputt? Alles klar. Mei, oh mei. Oh nee, hier stehe ich ja ganz schlecht. Mei, bitte nicht draufgehen. Ich hasse es, draufzugehen. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich mich noch fast wiederholt. Okay. Erstmal Regeneration. Das hat doch ganz gut geklappt. Das war so gar nicht abzusehen, weil ich eigentlich nie was treffe. Ah, es geht schon wieder los. Alles klar. Aber wir haben auch noch diese Mickey-Maus-Waffen nur. Ja, okay. Ich gehe mal wieder ein bisschen in Deckung, weil ich schon wieder stark angeschlagen bin. Der Hammer. Schrot ist auch nicht so der Brüller. Schauen, ich finde diese AK ganz gut. Okay. Da kommen bestimmt gleich die nächsten Lümmeln raus. Oh, Dynamit kann man mitnehmen. Ich darf es noch nicht vergessen einzusetzen. Zwei Stangenhammer. Achtung, der hat da was geworfen. Die Drecksau. Hammer. Da haben sie gute Waffen. Weg. Das Dynamit, was bringt. Nee, überhaupt nicht. Was für ein Nein, jetzt bin ich auch noch draufgegangen. Verdammte Axt. Okay, wir können wenigstens hier wieder weiterspielen. Okay, erstmal wieder weg. Der ist weggeflogen. Wie geil. Okay. Jetzt erstmal die AK mitnehmen. Ah, das war nichts. So. Ja, jetzt können wir vielleicht anständig mal spielen. Leute, ich bin immer noch auf einer Suche oder nach einem Tipp wegen meinem Mikrofon, weil das ja immer noch ganz furchtbare Knackgeräusche macht. Und ich kann mir das gar nicht erklären, woher das kommt. Ich habe schon so viel an den Einstellungen rumgeschraubt, aber wie ich das schon mitbekommen habe, knackt das immer wie so eine alte Schallplatte. Da mag das ja vielleicht angebracht sein, aber beim Spiel nicht. Okay. Wir gehen weiter da lang. Ich brauche ein bisschen Munition, sehe ich gerade. Voll. Die will ich nicht, die Schrot. Gut, wir finden schon was. Wir hauen ab. Da ist Munition, sehr gut. Okay, hier kann man gleich direkt drauf warten, dass die einen wieder angreifen. Wo sind sie? Okay, oi, oi, was hat denn er für ein Geschütz? Ja, Wahnsinn. Okay, nee, jetzt haben wir wieder Schrot, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist weg. Der hat da was ganz was Heftiges und jetzt habe ich nicht mal mehr Munition oder Dynamit. Der ist jedenfalls kaputt. Jetzt schauen wir mal. An den kommen wir auch irgendwie dran.
erstmal das andere Gesindel abknallen. Der ist auch down. Sollen wir schauen, dass wir den von seinem Geschütz mal wegschießen. Okay, das Problem ist gelöst. Ich glaube, das hat fast ganz gut geklappt. Bisschen Regeneration. Ja, wir sind hier durch. Sehr gut. Oh, Dynamit nehmen wir auch nochmal mit. Nur eine Stange ist nicht viel. Dafür, dass ich ja eh immer im falschen Moment einsetze. Was liegt hier noch? Ja, weiter geht's. Richtig coole Action hier gerade. Macht richtig Spaß, sich da durchzukämpfen. Passt. Ah, nee. Da oben geht's bestimmt auch gleich weiter. Und hops. So, alles klar. Das ist ein Sniper Rifle. Okay, das ist praktisch. Mit dem Auto-Aim. So, einmal kurz in Deckung gegangen. Haben wir schon alle. Ich muss sagen, das ging sehr gut mit dem Ding. Mit dem Scharfschützengewehr und dem Auto-Aiming. Huah! Großer Sprung! Auf das Gerüst! Okay. Na, das läuft doch schon ganz gut. Oh nein! Oh, habe ich da keine Munition mehr? Stimmt. Nehmen wir die AK wieder. Wir sind sicher! Ja, das läuft schon immer besser. Hey Junge, hier oben kann ich nicht warten. Hab hier zum Wasser. Wo müssen wir lang? Hier entlang, oder? Wir wagen das einfach mal. Ja, das schaut gut aus. Oh, was war das? Da fliegt der Sully schon mit seinem Flieger und wird uns gleich abholen. Okay, wie geht's weiter? Runterrutschen und springen, oder? Nein. Doch. Nein. Doch. Es hat geklappt. Sehr gut. Ah, das hätte ich jetzt mit auch sparen können. Ah, cool. Ich habe die gar nicht. Ich habe gedacht, ich habe die Dynamitstange weggeworfen. So. Rauf da. Und. Da wieder runter, oder? Na, was mit dem? Geht er noch kaputt? Ja. Munition. Okay, was macht er? Da runter. Und. Boah! Bravo, ich bin daneben gesprungen. War ein bisschen holprig, der Tod. Okay, nochmal. Da runter. Sprung. Oh! Was habe ich gemacht? Ich muss aufpassen. Die habe ich ja eigentlich schon alle. Jetzt hat, okay. Erstmal ein bisschen erholen. Jetzt, alles klar. Hier runter. Seil. Jetzt hat, sehr gut. Sehr gut. Oh. Meine Fresse! Ich bin echt in einem rotzigen Zustand. Okay, wir beeilen uns, wir geben Gas. Moment, ich muss hier alles mitnehmen. Ohne Munition dastehen finde ich immer furchtbar. So, alles klar. Darunter, oder? Kann ja nur sein. Oi. Okay. Wo lang? Darauf. Das ist erledigt.
wo überall die Chaoten rumstehen. Furchtbar. Und hier auch wieder runter, oder wie? Ich weiß nicht, wo lang. Anscheinend. Ah, hier. Wir wollen ja unseren Flieger noch erreichen. Sprung. Passt. Weiter geht's. Ei, ei, ei. Ich weiß nicht, wohin. Hier. Okay, das haben wir. Und... Jawoll. Wenn es jetzt noch ganz schief geht, gehen wir noch drauf. Ansonsten haben wir das geschafft. Der steigt leider nicht ein. Jetzt hat... Jawohl, haben wir geschafft. Super cool. Los, los. Richtig genial. Muss ich sagen, bis jetzt eine der geilsten Szenen in dem ganzen Spiel. Geil, geil, geil. Hat Spaß gemacht. Jetzt hören wir uns mal da an, was die zu teilen haben. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also... Du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Ja, es geht in Richtung Kings Bay. Wirklich sau gut. Achtung, Telefon. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hm.
Ja, Leute, richtig cool. Wir sind in Madagaskar. Sagen die Satelliten, Victor. Madagaskar. Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Ja, richtig cool, die 12 Türme. Wie es weitergeht, liebe Leute, seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis dann. Ciao.